Was sind eigentlich Makronährstoffe? Ich höre das aktuell immer wieder. Ja, du musst dich um deine Makronährstoffe kümmern, plan deine Macros. Aber was ist das eigentlich? Was sind Makronährstoffe? Lasst uns da mal ein klein bisschen genauer drauf schauen. Und an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nils, ich bin dein Personal Trainer und wir sprechen in dieser Folge über Makronährstoffe und all das, was man dazu wissen sollte. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Nils, ich bin dein Personal Trainer und wir sprechen in diesem Video wirklich einfach mal über das Thema Makronährstoffe und alles das, was man dazu wissen sollte. Damit du kein weiteres Video mehr verpasst, empfehle ich dir sofort einmal uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Es sind genau 4 Makronährstoffe an der Zahl, bestehend aus Kohlenhydraten, Proteinen, Fett und auch Wasser. Wobei in diesem Video soll es nicht um das Wasser gehen, sondern erstmal nur um die 3 essbaren Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine und Fett. Und wir steigen mit den Kohlenhydraten ein. Zu den Kohlenhydraten gibt es zu sagen, dass die Kohlenhydrate für unseren Körper die wohl beste und effektivste Energiequelle sind, wenn es darum geht, schnell Energie zu bekommen. Kohlenhydrate sind aber nicht essentiell. Das bedeutet, du müsstest keine Kohlenhydrate essen, damit dein Körper gut funktioniert. Dein Körper ist clever und könnte auf alternative Energiequellen umsteigen. Er könnte zum Beispiel Proteine und Fette verstoffwechseln oder aber er könnte Ketonkörper herstellen. Vielleicht hast du schon mal gehört, Ketonkörper oder auch Ketose. Dein Körper hat die Fähigkeit, aus der Fettreserve zuckerartige Körper herzustellen und diese anstelle von Kohlenhydraten zu verbrennen. Deswegen sind Kohlenhydrate nicht essentiell. Kohlenhydrate liefern dir ungefähr 4,1 Kalorien pro Gramm, sind somit im Vergleich zum Beispiel zum Fett oder auch zum Alkohol relativ kalorienarm. Es gibt auf jeden Fall Lebensmittel, die mehr Kalorien enthalten, aber Kohlenhydrate an sich sind Gramm für Gramm mit 4,1 Kalorien doch relativ sparsam. Kohlenhydrate sind, wie schon gesagt, eine sehr, sehr gute Energiequelle für den Körper, für deine Muskeln, aber auch für das Gehirn. Und hier sollte man vielleicht einmal die Unterscheidung zwischen langen Kohlenhydratketten und zwischen kurzen Kohlenhydratketten kennen. Die langen Ketten sind zum Beispiel in Vollkorn, wie zum Beispiel Vollkornbrot, Haferflocken oder auch Reis und Kartoffeln enthalten. Und die kurzen Kohlenhydratketten sind dann eher sowas in Richtung Zucker, Dextrose, Fructose. Die langen Kohlenhydratketten sind wunderbar dafür geeignet, um dir wirklich konstant Energie zu liefern. Das ist super, super wichtig. Du musst verstehen, ja, die Kohlenhydrate werden als Kette in den Körper eingeschleust und dein Körper fängt an, immer mehr die Enden abzuknacken, um diese dann zu verstoffwechseln. Weil dein Körper bei diesen langen Ketten wirklich auch Zeit braucht, um diese halt aufzubrechen, steigt dein Blutzuckerspiegel nur ganz leicht an und fällt demnach auch ganz gleich wieder ab. Das Gegenstück dazu sind dann die kurzen Kohlenhydratketten, wo entweder nur ein Molekül oder vielleicht auch mal 2 Moleküle aufgenommen werden. Ein Molekül ist zum Beispiel Dextrose. Dextrose ist für deinen Körper sofort einsetzbar. Der nimmt die Dextrose aus dem Blut, aus der Verdauung und schiebt diese sofort in den Stoffwechsel rein. Dann gibt es zum Beispiel eine Stufe weiter, Fructose und auch Laktose. Das sind auch 2 Einfachzucker, die häufig konsumiert werden und diese bestehen aus 2 Zuckerketten. Wenn der Körper in dem Moment die Fructose oder auch die Laktose aus der Milch aufteilt, hat er sofort 2 einzelne Moleküle und kann diese einzelnen Moleküle ebenfalls sofort benutzen. Und wie gesagt, anders ist es halt bei den langen Ketten, wo wirklich ganz, ganz lange Zuckerketten erstmal mühselig aufgebrochen werden müssen, um dann in die Verdauung zu kommen. Die kurzen Ketten sind auch zum Großteil für unseren Heißhunger verantwortlich. In dem Moment, wo ganz, ganz viel von diesen Einfachzuckerketten in den Körper kommt, wird der Körper quasi einmal geflutet, der Blutzuckerspiegel schießt hoch und genauso schnell fällt er wieder runter. Und bei diesem Abfall des Blutzuckers spüren wir, was ist es? Genau, den Heißhunger. Die 2. Makronährstoffgruppe sind die Proteine. Proteine oder auch Eiweiß genannt, sind die Bausteine für unser Gewebe, für unsere Muskeln, aber auch für unsere Zellen. Protein ist für unseren Körper essentiell. Unser Körper kann keine eigenen Eiweißstrukturen, eigene Proteine aufbauen. Und deswegen müssen wir von außen auf jeden Fall Eiweiß zu uns nehmen. Proteine sind so wichtig, dass tatsächlich auch ein Mangel an Proteinen langfristig gesundheitsschädlich ist, sogar bis hin zu lebensbedrohlich. Deswegen solltest du auf jeden Fall darauf achten, jeden Tag genügend Proteine zu dir zu nehmen. Proteine liefern genauso wie die Kohlenhydrate rund 4,1 Kalorien pro Gramm, sind also auch demnach wunderbar sparsam.
Wobei man dazu sagen muss, dass Proteine sehr, sehr ungern vom Körper als Energiequelle genutzt werden, einfach weil sie nicht gut verbrennen und nicht so viel Energie liefern. Da sind Kohlenhydrate dem Eiweiß auf jeden Fall überlegen. Dafür ist natürlich das Eiweiß wunderbar dafür geeignet, um wirklich Muskeln aufzubauen. Das heißt, Eiweiß ist der Baustein für deine neue Muskelmasse. Eiweiß besteht aus insgesamt 20 Aminosäuren, wobei von diesen 20 8 Stück auch wieder essentiell sind. Das bedeutet, dass 12 Aminosäuren von den 20 quasi aufgebaut werden können. Das heißt, die können quasi umstrukturiert werden. Der Körper kann, falls eine fehlen sollte, diese einfach aus anderen Aminosäuren aufbauen, wobei 8 Aminosäuren vom Körper nicht selbst aufgebaut werden können. Vielleicht hast du schon mal was gehört bei den Nahrungsergänzungen zum Thema EAAs oder BCAAs. Da sind dann tatsächlich hauptsächlich die essentiellen Aminosäuren drin, die für deinen Muskelaufbau förderlich sind. Und da Eiweiß tatsächlich für unseren ganzen Körper so extrem wichtig ist, ja, nicht nur für die Zellteilung, sondern auch für deine Hormonbildung, ja, für Drüsensekrete und so weiter, solltest du wirklich schauen, dass du als jemand, der viel Sport macht, mindestens 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht pro Tag zu sich nimmt. Das bedeutet, wenn du 70 Kilo wiegst, solltest du zwischen 105 bis 140 Gramm Eiweiß jeden Tag zu dir nehmen, um deinen persönlichen Eiweißbedarf zu decken. Der dritte wichtige Makronährstoff ist das Fett. Fett ist unser Energielieferant Nummer 1. Da steckt richtig viel Energie drin, und zwar 9,3 Kalorien pro Gramm. Somit ist das Fett der energiereichste Nährstoff, den wir haben. Da ist mehr als Alkohol drin. Alkohol liegt irgendwas bei 7 Kalorien auf 100. Da ist aber auch mehr als das Doppelte an Energie drin, wenn man das mit Kohlenhydraten oder Eiweiß vergleicht. Deswegen ist tatsächlich Fett für uns die Energiequelle Nummer 1. Wie eben schon gesagt, ich bin kein Fan davon, irgendwelche Nährstoffgruppen oder Makronährstoffe komplett aus der Ernährung zu streichen. Und das Gleiche gilt auch für Fett. Früher hat man immer gesagt, Fett macht Fett. Heute sind es die Kohlenhydrate, die schuld sind, dass wir dick werden. Ja, völliger Blödsinn. Du brauchst jeden Makronährstoff, um wirklich einen gut funktionierenden Körper bei 100% zu haben. Fett ist super wichtig für deine Hormonproduktion. Fett ist aber auch zum Beispiel in der Verdauung und Aufnahme von Vitaminen beteiligt, ja, bei den fettlöslichen Vitaminen zum Beispiel. Fett ist aber auch super, super wichtig bei gewissen Körperfunktionen, ja. Gehirnschranke, Fettschranke ist super wichtig. Auch bei der Kommunikation körperintern durch Nervenzellen ist auch ebenfalls das Fett beteiligt. Deswegen, es ist super wichtig. Also schau bitte, dass du ausreichend gesunde Fette zu dir nimmst. Und lass dich bitte an dieser Stelle nicht davon irritieren, wenn es mal darum geht zu sagen, hey, gesättigte Fette, ungesättigte Fette, ja, gesättigte Fette wären so schlecht. Pustekuchen. Unter anderem zählt auch Butter oder Eier zu den gesättigten Fetten. Die sind super wichtig und super gesund, also lass dich davon bitte nicht irritieren. Ungesättigte Fette oder auch mehrfach ungesättigte Fette bekommst du dann zum Beispiel in Ölen oder auch in Nüssen. Auch da brauchst du einfach gute und ausgewogene Lebensmittel. Ja, konzentriere dich einfach darauf, dass die Lebensmittel, die du isst, einfach von Grund auf her gesund sind. Und dann brauchst du dir über das Thema gesättigt, ungesättigt auch keinen großen Kopf zu machen. Als letzten kleinen Hinweis zum Thema Fett sollten wir noch einmal ganz kurz über die Omega-Fette sprechen. Es gibt Omega-3, Omega-6 und Omega-9. In diesem Breitengrad in Europa neigen wir dazu, viel zu viel Omega-6 und Omega-9 zu uns zu nehmen und somit das Verhältnis zum Omega-3 kaputt zu machen. Deswegen, wenn du einen Tipp von mir haben möchtest, lad dir unter diesem Video über den Link die Liste runter und schau ganz einfach nach, welche Lebensmittel ganz, ganz viel Omega-3 liefern. Somit erhöhst du sofort dein Omega-3-Level und stellst das Verhältnis wieder richtig zwischen Omega-3, 6 und 9. Lad dir die Liste runter und setz es einfach um. Ich hoffe, ich konnte dir hier mit diesem kurzen Video zu den Makronährstoffen ein bisschen erklären, warum es so extrem wichtig ist, dass wir alle möglichen Makronährstoffe tatsächlich aufnehmen. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Makronährstoffe, schreib mir diese gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich dich gerne im nächsten Video begrüßen. Ja, dafür, damit du es nicht verpasst, am besten jetzt nochmal schnell den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Ciao, dein Nils.